Abgesehen von seinen strahlend weißen Zähnen hat sich Kalen Lutz entschieden, uns noch etwas anderes zu zeigen. Seine Unterwäsche. Er war zu Gast bei Extra TV mit Mario Lopez und entschied sich, seinen Fans wirklich etwas zu bieten. Aber es stellte sich raus, dass er seine Unterwäsche nicht nur zeigte, um das Publikum zu begeistern, sondern auch um seine Marke Abbott & Maine zu präsentieren. Und Kalen war generell in letzter Zeit ganz und gar nicht schüchtern. Für seine Rolle in dem neuen Herkules-Film trainierte er sich viel Muskelmasse an und zeigt sich nun umso lieber. Aber das ist nicht das Einzige, womit er momentan in den Schlagzeilen ist. Es gibt das Gerücht, dass er etwas mit Miley Cyrus hat, nachdem die beiden beim Verlassen eines Privatjets gesehen wurden. Aber Kalen streitet die Gerüchte ab und sagt, er hat keine Freundin und ist glücklicher Single. Er sagte, ich genieße mein Leben und verreise häufig. Ich habe keine Zeit, eine Freundin zu finden. Er mag es anscheinend wirklich, Single zu sein.